Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wir sind mal wieder bei der MPC in Heidelberg und sprechen heute mit Mirko Mach, dem Geschäftsführer der MPC, zum Thema MDM bzw. Mobile Device Management. Wir klären dabei, was ist Mobile Device Management, wie funktioniert Mobile Device Management, wann macht es für Unternehmen Sinn und ab welcher Unternehmensgröße macht es für Unternehmen Sinn. Herr Mach, was ist Mobile Device Management? Eine Mobile Device Management Software ist eine Verwaltungs- und Management-Software für Smartphones und Tablets im Geschäftskundenumfeld. Was macht MDM oder Mobile Device Management genau? Naja, also auf alle Tablets und Smartphones, die Sie verwalten bzw. managen wollen, wird zunächst einmal eine App, diese Software, diese Mobile Device Management Software aufgespielt. Die verbindet sich dann mit einem zentralen Portal, über das das Ganze verwaltet bzw. gemanagt werden kann. Der Admin kann dann über dieses Portal Änderungen vornehmen, Sachen einrichten, Software pushen auf die entsprechenden Geräte, aber das Ganze, die Geräte auch sperren oder sogar auch löschen. So funktioniert das Ganze im Groben. Warum genau ist so eine Lösung sinnvoll? Naja, drei wesentliche Themen können Sie mit so einer Mobile Device Management Software vornehmen, beziehungsweise drei wesentliche Vorteile hat eine solche Software, wenn Sie die nutzen. Zum einen das Thema IT-Sicherheit. Sie können Geräte, so wie ich es gerade schon angedeutet habe, sperren oder auch löschen aus der Ferne, bei Verlust zum Beispiel, bei Diebstahl. Sie können Passwort-Policies vorgeben, Sie können die auch ändern. Also wenn Sie ein längeres Passwort haben wollen, weil das die neue Vorgabe, die neue IT-Policy Ihres Unternehmens ist, dann können Sie das über die Ferne auf allen Geräten entsprechend einrichten. Sie können Apps blacklisten, also gewisse Apps einfach sperren, die dürfen dann nicht mehr benutzt werden. Sie können andere natürlich dann eben auch freigeben. Sie können auch Pflicht-Apps verteilen auf die Geräte, wie zum Beispiel eine Antivirus-Software, die können Sie einfach als Pflicht-App schon auf alle Geräte, auf alle Smartphones und Tablets entsprechend verteilen. Das ist ein wesentlicher Vorteil, dieses Thema IT-Sicherheit. Ein zweiter Vorteil ist einfach grundsätzlich der deutlich einfachere oder niedrigere Administrationsaufwand. Wenn Sie eine große Geräteflotte zu managen haben, dann müssen Sie die eben nicht immer in die IT, in Ihr Büro reinholen, um Änderungen vorzunehmen. Sie können es aus der Ferne machen, Sie können Konten neu einrichten, Konten ändern, Sie können einfach sehr, sehr viele Funktionen machen. Also Sie haben einfach unterm Strich einen deutlich niedrigeren Administrationsaufwand mit dieser Software. Und das dritte Thema, ein ganz wesentliches Thema, die letzten 1, 2, 3 Jahre, die Datenschutzgrundverordnung. Die hat einfach gewisse Vorgaben an Unternehmen, zum Beispiel eben die Trennung von privaten und geschäftlichen Daten auf solchen Geräten. Und das können Sie mit so einer Software machen und damit natürlich diese Vorgaben auch entsprechend umsetzen, die vom Staat durch diese Datenschutzgrundverordnung vorgegeben sind. Das sind die drei wesentlichen Themen, die Sie mit so einer Software vornehmen können oder machen können. Und ab welcher Unternehmensgröße ist das sinnvoll? Naja, grundsätzlich muss man sagen, eigentlich ab einem Gerät müssten Sie sowas einsetzen. In der Praxis sehen wir, dass einfach Unternehmen ab 20, 30 Endgeräten, Tablets und Smartphones kumuliert eine solche Software sinnvoll einsetzen. Einfach schon aus Vereinfachungsgründen, so wie ich es beschrieben habe, ist der Administrationsaufwand erheblich am Sinken durch eine solche Lösung. Und damit haben Sie einfach so große Vorteile, dass es ab der Größe Ordnung 20, 30 Geräten eben deutlich Sinn macht, eine solche Software einzusetzen. Herr Mach, das war es zum Thema MDM. Besten Dank für Ihre Zeit. Ja, danke auch.